Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Trial, The Ultimate Trials, genau. Es geht wieder weiter, wir sind hier aktuell in der Absil Arena, heißt es glaube ich, das Ding. Und auf Wave 28, genau, irgendwie sowas. Läuft eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Wir haben jetzt fast unsere aktuelle Ebene eingeholt. Vielleicht schaffen wir es auch in dieser Folge, den Typen da oben rauszufordern, was ja scheinbar Ganon in alt ist, ne? Und ich muss mich nochmal entschuldigen, dass ich im letzten Part sehr oft vergessen habe, das Rad zu drehen und auch vergessen habe, die keine Strafe da wegzunehmen. Also ich war ja, glaube ich, im letzten Part ein bisschen verpeilt. Sorry dafür. Es geht weiter. So. Genau. Wave 28. Es geht weiter. Ah. Zwei Zombies. Okay. Ist aber kein Problem. Die machen wir easy weg. Guck mal, wie das läuft. So. Und ich glaube, auf der Ebene sind wir beim letzten Mal... haben wir aufgehört. Oder auch nicht. Ich erinnere mich irgendwie an den Stalfos. Obwohl, nee, ich glaube, es war das mit den Zombies, ne? So, das ist jetzt ein bisschen eklig, tatsächlich, weil ich darf keine Magie benutzen. Deswegen... so. Keine Magie und Wirbelattacke. Ich glaube, hier waren wir das letzte Mal raus. Jetzt geht's auf eine neue Ebene. Let's go. Die kennen wir noch nicht. Geist direkt weg. Oh, oh Gott. Was ist denn jetzt los? So, den mache ich noch schnell weg. Oh, sind das zwei? Ich glaube, es sind direkt zwei, ne? Ja. Okay, der ist weg. Geil, wenn man die Ebene ohne Schaden übersteht, das ist richtig gut. So, und den theoretisch einfach nur noch so wegfetzen. Jawohl. Da haben wir nämlich jetzt Nummer 30, da kriegen wir jetzt auch eine neue Belohnung, soweit ich das weiß. So. Da hinten haben wir wieder so einen. Den Springer instantly weg. Dann ein bisschen Geld und tschüssi, mein Freund. Sehr gut. Und da sind die neuen Seelen. Oder Fragmente oder irgendwie sowas, ne? Ich weiß nicht mal genau, wie es hieß. So, ein bisschen Geld. Zack. Und tschüss. Lief sehr gut. Düdülü. Okay. Was ist da noch gespawnt? Oh Gott, nein! Nicht so ein Pyromant. Okay. Bebele. Mache ich dem Schaden oder ist das eher so ein Stun-Effekt? Okay, ich mache dem Schaden. Perfekt. Eklig, ey. Die mag ich ja gar nicht. Warum ist der schon da? Man weiß es nicht. Okay. Ah, shit. Ich habe einen Treffer, zwei Treffer eingesteckt. Oh Gott. Und da steht wieder ein Zombie. Also die Zombies, die tun sie jetzt dauerhaft mit rein, ne? Ich meine, das sind ja auch eklige Gegner. Wenn du da Pech hast. So, 35. Ich glaube, es geht bis 50, oder? Okay, das ist... oh Gott, was? Oh Gott, was? Wartet mal, wartet mal, wartet mal, Leute. Hier, chillt mal die Base. Ich muss mal ganz kurz... achso, ich darf ja keine Magie einsetzen. Nein, ah, die Strafe tut jetzt weh. Okay, warte mal, was mache ich denn jetzt? Ich muss jetzt mal kurz Pfeile nehmen. Den mal kurz wegfetzen. Okay, jetzt tut's richtig weh, ey.
Und der Feuertänzer dazu ist auch noch richtig eklig, ey. Okay, den hätten wir. Boah, was? Hallo. Ey, das kam jetzt... Also die Ebene ist ja richtig eklig. Wahnsinn. Also wenn ich jetzt Magie benutzt hätte, wäre es, glaube ich, easy gewesen. Ich glaube, es ist eine gute Idee, wenn man den instantly mit dem Hammer rausholt. Aber da war ich jetzt zu lahm. Ich war jetzt ein bisschen überrascht von der Gegnermasse. Tatsächlich. Das war jetzt schon eine harte Ebene. Hallo. Wahnsinn, ey. Okay. 36. Ja, klar. Vor allem, dann kommt wieder so eine Ebene, weißt du? Das muss einer verstehen. Warum? Hä, das war alles? Ja, dann kommen halt solche Ebenen, weißt du? Und Ebene 37 versteht keiner. Ebene 35. Weil es eine 35 war, oder? Deswegen war es ein bisschen schwerer wahrscheinlich. So. Vor dem habe ich gerade ein bisschen Schiss. Ich warte mal kurz, bis der... Wir haben ja keine Eile hier, ne? Erst ärgert mich gerade richtig, dass ich keine Magie verwenden darf. Das ist eine eklige Strafe aktuell. Und das war auch doof. So. Zack. Und dann haben wir noch die Muschel. Tschüss. Ja, das war doch cool. Ah, das ist Ebene 40. Ah, verstehe. Die wird jetzt ein bisschen schwerer wieder, ne? Oh, was? Einfach Schattenlink. Einfach Schattenlink. Mach ich ihm Schaden? Bin mir gerade nicht sicher, ob ich den Schaden mache. Pete, wo kam jetzt die Eisfledermaus her? Okay. Alter, Schattenlink. Okay, er ist tot. Nein, er ist nicht tot. Das war der erste Treffer, den ich gemacht habe. Also normalerweise geht das mit dem Zweihandschwert ein bisschen einfacher irgendwie. Okay. Boah, das war jetzt auch schon eine harte Runde, muss ich sagen. Okay. 41. Gut. Okay, gut. Puh, alles klar. Die Fünfer-Ebenen sind immer ein bisschen anspruchsvoller, merke ich. Okay, warte, hier ist, glaube ich, der Boomerang ganz nützlich. Ah! Hilfe. Nein! Ah, du Penner! Oh Mann. Und Tschüssikowski. Oh, ekelhaft. Okay, warte, erstmal ein Stück Kaffee. Ich brauch das. Ich brauch das. Ich brauch den Kaffee. Mm. Natürlich direkt wieder Feuerfledermaus. Okay, die.
Ah, Mist. Sorry. Ich glaube, ich muss die Wirbelattacke rausnehmen. Wirbelattacke ist da irgendwie eklig. Okay, warte, ich... Nein, ich bin ins Feuer gerannt. So, warte, zack. Hallo. Was war das jetzt für eine Ebene? 45? Ne, 44 erst. Oh. Boah, ja. Übertreibt's, Leute. Ganz ehrlich, mit der Wirbelattacke wärst du jetzt hier halt einfach so imper, ne? Alter! Hör auf! Was hält der aus? Achso, das ist so ein großer. Natürlich. So. Boah, ey. Jetzt kommt Ebene 45, ne? Die wird jetzt wieder heftig. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Cool. Yo. Okay. Yo, 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 yo. So, irgendwo rennt noch das kleine Vieh rum. Okay. Das macht es mir schon mal ein bisschen einfacher. Scheiße. Jo, und da kam er. Ah, schade. Schade. Ich fand, es war trotzdem ein guter Try. Ich denke, mit Magie und mit der Wirbelattacke hätte ich es geschafft. Deswegen, ah, schade. Schade, schade. Gut, wir gehen mal kurz gucken. Ja, ich finde schon, dass man da die Strafe behalten sollte. Ups, das wollte ich gar nicht. Ist halt einfach schon anspruchsvoll halt. Und es sind halt auch Ebenen. Also ich denke schon, dass man dafür die Strafe auch behalten sollte. Und wir da einfach mal ein bisschen Glück haben müssen, wenn wir es machen. In dem Moment. So. Ich muss das jetzt in meinen Kopf reinkriegen, wenn ich irgendwo in eine Prüfung reingehe. Ich bin falsch gelaufen. Dann muss ich die Räder drehen. Alle beide. Ich muss das jetzt wieder in meinen Kopf reinkriegen. Das ist ganz wichtig. Das ist ja, sag mal, essentieller Teil dieses Formates, den ich hier anbiete. Anbieten. Ja. Dementsprechend darf ich das nicht vergessen. So, wir gehen mal kurz gucken, ob wir neue Dinge freigespielt haben. Hier auf jeden Fall. Nochmal 50 Rubine. Oh, und da hinten haben wir noch eine Truhe. Ja, das ist der letzte Geist hier. Genau, 50 will der. Ja, also ihr habt ja schon öfter geschrieben, ne? Er will 50 Seelen oder Fragmente, irgendwie sowas. Teile. 50 Stücke. Und dann, ja, kriegen wir wahrscheinlich mehr Geld. Also wir können mehr Geld tragen. Ah ne, sind sogar noch zwei. Ja, weil Ebene 45 und Ebene 50 hier. Na genau, die zwei sind das. Da ist auch noch eine Schatzkiste. Hab ich gar nicht gesehen. Wird wahrscheinlich auch Geld sein. 20 Rubine sogar nur. Okay, haben wir 500 Rubine. Theoretisch die zwei Seelen müssen wir noch befreien. Wollen wir das neue, das andere Schwert noch kaufen? Oder vielleicht können wir ja mal einen Trank veredeln oder so. Oder auch mal diese komischen Pilze. Ich weiß nicht, diese Pilze sind irgendwie komisch. Wie stark wird denn so ein Trank, wenn man das mit den Pilzen macht? Das ist halt die Frage. Das ist die große Frage.
Also wir haben jetzt eine grüne Potion, ne? Achso. Ja, wollen wir das Schwert kaufen oder wollen wir Herzcontainer? Ich glaube, Herzcontainer ist einfach besser. Aktuell. 150 kosten die jetzt mittlerweile. Weißt du, da haben wir halt 3 Treffer mehr. Oh. Fertig. Ich meine, Geld kriegen wir jetzt genug in den Runden. Deswegen, ich bin da jetzt auch ganz schamlos und kaufe mir das einfach so. 3 Herzcontainer. Wir sind jetzt wesentlich stärker geworden. Okay, das ist abgesaved. Ich hätte echt Bock, das nochmal zu versuchen. Oder wir machen mal... Komm, wir machen mal den anderen. Den haben wir noch gar nicht gemacht. Die andere Prüfung. Die mit den Bossen. Das war doch hier Bosse, oder? Was? Ich glaube, die hatte mal gesagt, dass hier sind Bosse, oder? Jo, Goma. Pfeile. Nehme ich mal an. Okay, let's go. Gucken wir mal, was da so passiert. Ich meine, wir sind schon ziemlich stark. Wir waren hier noch nie drinne. Wir haben das nicht gemacht, weil man irgendwie nicht weiterkam ab einer bestimmten Stufe. Man braucht irgendwie ganz viele Waffen, ne? Ich glaube, das war irgendwie der Grund, warum wir das nicht gemacht haben. Neo-Goma. Holy shit. Jo. Geht halt auch ab wie ein Biber. Oh Gott. Was? Okay. Der braucht... mehr Treffer? Ich hätte drehen müssen, ne? Ich bin so hohl, ganz ehrlich. Das war Fail. Ich hätte ihn ja runterschießen müssen. Okay. Aua. Okay. Boah, ey, ist der fast, ey. Fast and furious. Alter, du verbrauchst so viel Pfeile. Kann man das auch mit dem machen? Jo, das geht auch mit ihm. Da können wir schön Pfeile sparen. Okay. Der wäre tot. Wir drehen mal kurz. Das ist ja wohl ein Scherz. Drei Items, kein Wechsel. Okay, damit komme ich mir, gehe ich klar. Also, ja gut, dann kommt vielleicht als nächstes Dodongo. Deswegen würde ich mal Bomben nehmen. Pfeile sind eigentlich immer nützlich, prinzipiell. Und Boomerang. Machen wir mal so. Ich habe halt nur wieder den Schwierigkeitsgrad vergessen. Das ärgert mich. Sorry, Leute, ey, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Genau. Bomben. Dodongo ist am Start. Okay, schauen wir mal, was er so. Warte mal, ich kann ja noch die Feuerrüstung anziehen, theoretisch. Oder die Thermalrüstung, whatever. Das ist jetzt Neo-Goma. Neo-Dodongo. Also wir können auf jeden Fall den Enterhaken bei Goma benutzen. Das ist schon mal smart, weil dann verbrauchen wir keine Pfeile. Wir haben jetzt schon so, glaube ich, 10 Pfeile verballert. Alter, Neo King Dodongo.
Wie big ist er bitte? Jo. Okay, komm, mach den Mund auf. Wow, er macht nicht den Mund auf. Okay, dann mach halt nicht den Mund auf. Also wir haben da theoretisch auch Bomben in der Ecke. Macht der jetzt den Mund auf? Jo. Oh Mann. Das war richtig schlecht, ey. Boah. Hä, was ist das für ein ekliger Boss, bitte? Der macht ja gar nicht mehr das, was er soll. Seit wann hat er diesen komischen Jump, ey? Okay, ich muss auf jeden Fall näher ran, wenn er... Alter, wenn er seinen Atem bläst. Okay. Jo, mach doch mal was anderes. Wie wär's denn mal? Jetzt vielleicht? Hast du mal Bock auf mich? Nö. Was ein blödes Vieh, ey. Hallo? Leute, der lässt mich überhaupt nicht an sich ran. Ey, was ist denn mit ihm? Hallo? Also wir können auf jeden Fall mit der Rüstung, glaube ich, auch easy mal in die Lava reingehen. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Willst du mal wieder blasen? Yo! Bitteschön, jetzt haben wir's. Oh Gott, was? Kann ich mit dem Pfeil schießen? Nö. Alter, was? Okay, also der schießt den Feuerstrahl trotzdem? Boah, Alter, was ist das denn für ein Vieh? Okay, also ich muss zur Seite. Und jetzt kann ich draufhauen. Mal kurz das Schwert einpacken. Pack das Schwert ein. Pack das Schwert ein. So, jetzt macht er wieder, was er will hier. Alter, was ein grässliches Vieh. Okay. Das ist echt mega... Mega das Arschlochvieh, ganz ehrlich. Okay, machst du wenigstens direkt nochmal Feuer, bitte? Nö, natürlich nicht. Alter, der dauert ja ewig. Okay, aber ich denke, wir haben jetzt schon eine ganz gute Kombi gegen ihn und gegen Goma. Aber wir müssen bestimmt gegen alle Bosse einfach kämpfen. Ach so, genau, das war ja so. Ah, verdammt. Okay, wir haben ihn. Man kann das, glaube ich, erst abschließen, wenn man alle Trials beendet hat, ne? Wenn man alle Prüfungen beendet hat, kann man das hier abschließen. Und wenn wir das abgeschlossen haben, dann können wir, glaube ich, zum, Chiba. Ich glaube, so war das. So hat sie das, glaube ich, erzählt. Genau, ich glaube, so ungefähr wurde das erzählt. Der Part ist auch rum. Also wir bauen schon wieder Überlänge auf hier. Und es tut mir leid, dass ich das Rad des Schicksals nicht gedreht habe. Ich bin untröstlich, sorry Leute. Alter, voll die Soundbox. Es tut mir so much leid. Leid, vor allem. Ah, okay, cool. Nach zwei Ebenen kommt man also hierher. So, ein bisschen Kohle einsacken. Theoretisch könnten wir jetzt auch Magie benutzen und sowas, ne? Da können wir Treffer einstecken. Do you want to be able to carry... Oh. Ja. Ah, ich habe nicht genug Geld. Nein, ich hätte mehr Deko-Nüsse tragen können. Schade. So, was ist hier? Nicht schlecht, Kind. Wenn du jetzt weiter willst, dann brauchst du die Clown-Shots. I see you have... ich sehe, du hast das. Viel Glück und... Ja, wenn du all das schaffst, dann kannst du Schieber treffen.
Okay, theoretisch könnte man auch weitergehen, aber warum sollte ich? Also ganz ehrlich, ich habe jetzt keinen Gewinn dadurch gemacht, oder? Ich glaube, ich werde das jetzt erstmal verlassen, weil ich werde es wahrscheinlich eh nicht abschließen können. Aber wir haben uns zumindest mal reingetraut, haben mal reingeguckt und haben mal gesehen, wie das so ist, dass die Bosse richtig hart sind. Ich meine, ich habe jetzt gegen zwei Bosse gekämpft, mein Leben ist schon halbiert. Beim nächsten Mal wird es wahrscheinlich ein bisschen besser laufen, dann kenne ich schon ein bisschen so die Angriffsmuster, aber... Jo, war schon eklig. Deswegen, ich gehe jetzt mal wieder raus. Und, ich muss beim nächsten Mal dran denken, beide Räder zu drehen. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, Leute. Ich weiß aber auch nicht, wie ich es ändern kann. Ich muss mich einfach dran erinnern, dass ich drehen muss. Das nervt mich aktuell. Okay, scheinbar ist wieder irgendjemand Neues angekommen. Hast du gesehen, das Tor down towards the basement has been opened? Down towards the basement. Unter dem... Okay, irgendein Tor ist offen. If I recall correctly, a man mit dem Namen Miura uses to stay down where something happened to that poor man. He started claiming he was having vision of our worlds become opus with bring them to life. In the end, he locked himself down in the basement. Basement ist Keller, ne? And now one has really tried to get him out. Who knows what's down where now? I should get to interview or... Okay. Irgendwas, irgendein Typ im Keller. Ich würde sagen, mit dem reden wir auf jeden Fall im nächsten Part. Hier, okay. Weil die Tür war ja schon die ganze Zeit zu. Ich habe jetzt gerade überlegt, was Basement ist, aber Basement ist Keller. Ich habe mich erinnert. Ah, okay, er ist das. Hier stehen noch ein paar Krüge, die ich aber nicht kaputt machen kann. Was ist denn das? Sieht ein bisschen aus wie Majora's Mask irgendwie. Hier steht irgendwas. Visit HalionModding.com to discover other ROM Hacks. Ah, Werbung, alles klar. Ah, schön. Ist das nicht schön, Leute? Wenn man solche Bilder sieht, ist das so geil, oder? Ja, und der Typ sitzt hier halt, ne? Gut, ich würde sagen, im nächsten Part reden wir mal mit dem. Und ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und schaut auch gerne auf der Website vorbei. Hinterlasst mir ein paar Kommentare, was ihr sehen wollt, andere Strafen etc., andere Ideen. Haut raus und ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüss.